glaube, wir können uns echt auf was einstellen hier. Ich bin sehr, sehr gespannt jetzt. Ja. Daniel gibt gleich mal von Anfang an Gas. Starke Legkicks, ja. Oh, schön. Oh, schönes Knie. Müssen wir dazu sagen, es ist kein klassischer MMA-Kampf. Nein, es ist ein K1-Kampf mit den MMA-Handschuhen. Was natürlich das nochmal viel spektakulärer macht. Ja. Schöner Treffer. Wow. Ja, und Daniel selbst noch. War das sehr in der Deckung drinnen. Aber da hat es ordentlich Schläge gehagelt. Starker Druck von Luka Vagovic. Spannend zu sehen, die Ecke, wie die Ecke mitarbeitet und mitzeigt. Die beiden schenken sich wirklich nichts, aber keine Spur vom Abtasten am Anfang, die sind sofort in die Action gegangen. Nicht, ja. Und letzte 5 Sekunden. Relativ ausgeglichene Runde, Daniel Cicarevic ist doch das eine oder andere Mal in Bedrängnis geraten, was ich nicht so erwartet hätte gleich in der ersten Runde. Jetzt wirklich, gell? Harte erste Runde. Ja, da sieht man, dass das mit den MMA-Handschuhen gleich einen Unterschied macht. Ja, und auch der Impact ist ganz anderer. Absolut, und wenn man das Element des Grapplings rausnimmt und es geht nur mehr um Striking, macht das noch einen viel, viel größeren Impact. Ja. Alle Betreuer raus aus dem Cage und die zweite Runde kann gleich starten. Daniel Cicarevic im Vormarsch. Oh, offener Schlagabbruch. Oh, schön.
Haben wir jetzt schon öfters gesehen, wie die Kämpfer die Auslage sehr schön wechseln. Sehr interessant, da wieder beim Daniel zu sehen. Immer wieder linker Fußwanne, dann wieder rechte Fußwanne. Sehr ruhig, lässt sich Zeit, schaut sich's an. Bergfest. Schön erwischt. Ja. Ist natürlich auch viel Druck für den Daniel, dass du da vor Heimpublikum ablieferst. Absolut, das muss man nervlich mal durchhalten. Ja. Vor allem die Herren spielen da kein Federball. Vor allem er ist auch der einzige Kämpfer aus Korneuburg, der heute da am Abend dabei ist. Ja, schön. Mundschutz heraus. Schöne Rechte, wow, okay. Letzten 10 Sekunden der Runde, starker Headkick. Ja, Wager hat dann nochmal ordentlich Gas gegeben in den letzten paar Sekunden, aber Daniel macht das sehr souverän. Wirklich sehr ausgeglichener Kampf, Kampf auf Augenhöhe. Muss man wirklich sagen, das ganze Matchmaking von der ganzen Veranstaltung ist wirklich top. Es gibt keine Fights, die irgendwo sehr einseitig waren, es war alles auf Augenhöhe, sehr viele Decisions dabei. Genau. Also wirklich, wirklich super Kampfpaarungen. Das ist genau das, was wir davor mit dem Schober Arc besprochen haben, lustigerweise, dass wir da wirklich mal... So selten, dass du wirklich so ein Event hast, wo die Kämpfe über die Runden gehen und wirklich alle die drei oder fünf Kämpfe, fünf Runden haben, dass die wirklich durchgekämpft werden. Teilweise haben wir Veranstaltungen gesehen, wo in der ersten Runde jeder irgendwie schon fertig war mit seinem Kampfabend. Das ist cool, einmal ein bisschen mehr zu sehen. Ja, das stimmt. Beim einen oder anderen Kampf war ich wirklich froh, dass ich hier nicht Judge bin heute und doch nicht die Runde entscheiden muss, wer gewonnen hat. Das waren wirklich sehr knappe Runden auch dabei. Ja, da waren einige Kämpfe dabei, wo ich... Ja. Wo wir froh waren, keine Punkterichter sein zu müssen. Ja, jetzt schauen wir mal. So, dritte und letzte Runde. Daniel Cicarevic macht wieder wie in den anderen beiden Runden von Anfang an Druck. Kassiert aber hier ein Konter. Kurzes Timeout, der Ref erklärt da, dass solche Kicks Ansatz eines nicht okay sind. Verboten im K1, genauso wie im Amateur-MMA. Ja, spannend, sehr viel geklinscht da. Spinning back, first attempt und sofort wieder in den Clinch. Ja, schon wieder, gell? Daniel ist sein Lieblingskombi anscheinend. Die wird er halt gerne anbringen, die Spinning back fist. Ja. Schöner Kick. Wow, okay. Wahnsinn, da passiert so viel drumherum um den Cage. Ja,
Ja, sobald es in die Kurzdistanz kommt. Ja. Und der Luka Vagovic ins Clinchen. Ja, Daniel sagt schon ein bisschen an. Schon ein bisschen frustriert. Absolut, da wird ja mehr ein Infight bleiben. Ja. Aber durch das Clinchen wird es ihm abgebrochen. Ja, schon wieder. Ja. Schöne Rechte. Ja, schwierig, gell? Das ist eben der Vorteil im MMA, dass man dann am Boden weiter kämpfen kann. Wieso wird er da jetzt angezählt? Das habe ich auch nicht ganz mitgekriegt, was da der Grund war. Ich habe jetzt keinen starken Impact, keinen Treffer gesehen. Oh, jetzt hat er gut bei der Nase erwischt. Oh je. Der Kampf ist vorbei. Meine Damen und Herren, willkommen zum offiziellen Ergebnis. Sieger durch Knockout in der dritten Runde, Luka Vagovic! Da werden jetzt gleich noch ein paar Fotos gemacht mit dem Sieger Luka Vagovic. Und dann hören wir gleich nochmal das Interview. Ein paar Highlights sehen wir jetzt noch ein bisschen im Fernsehen. Ja, interessantes Ende zu diesem wirklich sehr sehenswerten Kampf.